Die Politik hat den Markt an sich einmal sehr lange vernachlässigt. Und jetzt versucht sie es zu sagen, ja, wir bauen ihn auf, wir machen und hin und her. Es ist relativ spät. Die haben da die Steine umgedreht jetzt und da kommen jetzt raus jüdische Kindergräber und Grabsteine, ja. Obwohl ich ohne Bekenntnis bin, ja, ging es mir sehr nah, also weil es so respektlos war. Erst jetzt ist durchgesickert, dass diese Imam-Schule da eingerichtet werden soll. Und das, sowas braucht man nicht. Nicht in Wien, nicht in Österreich. Ja, also ich finde vielleicht ein bisschen mehr soziale Durchmischung. Für Leute mit einem schlechten oder normalen Job wahrscheinlich schwer ist, hier eine Wohnung zu finden und die auch zu bezahlen, also bezahlen zu können. Ja, die Mieten, das ist ein guter Einwand, werden halt doch immer höher. Also gerade im Altbau. Und ja, aber ansonsten finde ich den sechsten wunderschön. Also, ja. Der Markt ist entstanden, weil wir hier im Bezirk versuchen, den Durchzugsverkehr rauszubekommen. Wir finden in einem Bezirk, der gerade einen Quadratkilometer groß ist, nicht unbedingt notwendig, dass hier durch ein Wohngebiet mit 30er-Zone der Durchzugsverkehr geht. In der Rheinfriedhofer Straße gibt es nur Rampfläden und Glücksspiel und keine attraktiven Geschäfte. Wir werden versuchen, den ganzen Gehsteigbereiche, sage ich einmal, Passanten freundlicher zu machen, sodass es da auch eine Flanierqualität geben wird. Diese Station, die ist fast 100 Jahre alt und sie wurde immer sehr gut frequentiert und hat viele Leute hergebracht. Und jetzt plötzlich kommt man auf die Idee und sagt, diese Station brauchen wir nicht mehr. Nichts. Ja. Wir haben hier keine Infrastruktur. Es gibt weder ein Einkaufszentrum noch ein Kaffeehaus. Also man müsste hier alles bauen und erschließen. Das wissen wir, was das für den Wald bedeutet. Der Wald ist dann Geschichte. Seitdem die Bank jetzt weg ist, müssen wir in die Lerchenfelder Straße gehen oder in die Marilfer Straße gehen für einen Bankomat. Also wenn man Bargeld braucht, ist der Weg extrem weit. Die Infrastruktur ist prinzipiell eine gute. Es ist ein wunderschöner Wohnbezirk, aber bankenmäßig sind wir hier nicht versorgt. Da herrscht ein eigenes Flair und da verlieren einmal ist kein Malheur. Das schaut ja aus wie eine Ruine, oder? Schönes Anders. Ja. Ja, es ist halt sehr kahl, oder? Also, wenn ich das jetzt richtig. Ja, ein bisschen heruntergekommen, ja. Glaube ich, aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen einen Kultstatus.